is going down for real. Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute gucken wir uns einen weiteren Mod an. Und zwar den Ortlights. Ja, ihr habt richtig gehört. Ortlights OP Food Mod. Und der ist zwar noch in der Beta, aber trotzdem haben wir schon ein kleines Tool. Und ich kann euch den Download auch schon natürlich schon bereitstellen, hoffe ich. Wenn nicht, dann bitte Einspruch in die Kommentare von dem Hersteller. Hersteller sage ich schon, von dem Macher. Und zwar ist das jemand, den ich kenne und der hat den für mich gemacht und ich stelle den einfach mal hier vor, habe ich gedacht. Und zwar ist es noch ein sehr kleiner Mod, allerdings soll er sich ja noch, glaube ich, ändern. Deswegen soll da noch mehr hinzukommen. Und mit diesem Mod, habt ihr, wie schon gesagt, kriegen wir einen goldenen Apfel, mit dem wir richtig viele Infekte bekommen. Ihr habt ja schon gerade gesehen, ich habe den in der Hand gehalten und davon haben wir diese ganzen Effekte bekommen, die wir jetzt hier neben an der Seite bei uns sehen können. Und ja, wie man den ganzen craftet, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier in dem Menü, kann ich das ganz gut zeigen. Und zwar genau so craftet man den. Man hat diese ganzen, ja, Goldblöcke drumherum und in der Mitte einen Apfel. Und dann bekommt ihr, ja, einen Goldapfel. Und mit diesem Goldapfel könnt ihr natürlich dann diese ganzen Effekte bekommen. Ihr seht schon, es ist eigentlich ziemlich teuer, denn wie viel Gold muss man sammeln, um das zu bekommen? Aber es lohnt sich, denn im Endeffekt haben wir dann diesen OP-Goldapfel, der ist ja noch viel mehr OP als das, was wir auf der PC-Version kennen. Das heißt, wir haben hier noch brutalen Goldapfel, wenn man das mal so sieht, wenn wir mal in Concrete und Survival umschalten, wie viel Leben wir dazu bekommen. Ich meine, der normale Goldapfel ist mit Gold-Ingots und dann bekommen wir so einen kleinen Goldapfel und dann bekommen wir dann 2 extra Leben. Hier bekommen wir einfach mal fast, jo, wie viel müssten es sein? 6, 7, 8, 9, 10, wir bekommen fast, jo, 8, wir bekommen 8 extra Leben dadurch. Ich weiß gar nicht, was man vorher hat. Ich weiß gar nicht, ob man oben auch noch 2, 3 extra Leben bekommt. Ich glaube, über 5, 10 extra Leben insgesamt. Und das ist ziemlich, ziemlich viel. Und das bekommen wir alles auf einen Schlag mit diesem Mod. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und wie gesagt, danke nochmal an dich, dass du diesen Mod gemacht hast, dass du dir die Mühe gegeben hast, einen Mod mit meinem Namen zu schreiben. Das freut mich echt total. Und sobald ein Update natürlich dazu rauskommt, werde ich das auch vorstellen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Das würde mich einfach mal interessieren, was ihr so dazu sagt zu diesem Mod. Und wie gesagt, der Download dazu steht unten in der Beschreibung, könnt ihr einfach downloaden und installieren, wie immer. Falls ihr das noch nicht wisst, auf meinem Kanal findet ihr ein Video dazu, wie man das Ganze installiert. Wenn ihr es nicht findet, schreibt mich an, ich werde es euch senden, beziehungsweise werde ich den Link dazu senden. Und dann würde ich sagen, ja, lasst doch mal ein Like da, eine positive Bewertung, wenn euch das ganze Mod-Video, wie gesagt, gefallen hat. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, auf Mod-Videos stehst, auf Texture-Pack-Vorstellungen, auf, ja, Map-Vorstellungen und vieles, vieles mehr, dann lasst doch noch ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr was von freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!